Guten Tag, Freunde der Einhandmesser. Ich bin zurück aus dem Urlaub, wie ihr wahrscheinlich schon herausgefunden habt durch die gestrigen Videos. Ich möchte euch heute mal drei Messer vorstellen, die ich mir oben bei Rügen geholt habe. Fangen wir mit, also ich werde jetzt drei einzelne Videos dazu machen. Wir fangen mit dem nicht ganz so tollen an, wie es sich herausgestellt hat, und arbeiten uns dann zu meinem persönlichen Liebling hoch. Ja. Wenn ich die Messer irgendwo finden sollte, dann werde ich die euch auch in die Beschreibung packen, ja? Gut. So, räumen wir die beiden hier erstmal weg. Kommen wir mal zu dem hier. Das hier ist ein Zweihandmesser, wie man wahrscheinlich sehen kann. Es hat jetzt hier keine Griffmulden, aber man muss halt trotzdem mit zwei Händen aufmachen. Ja, also es hat unterschiedliche Funktionen. Die eine Funktion wäre zum Beispiel halt erstens das Messer in sich. Warte, ich mach mal Licht an. Ja, also es hat keine durchgängige Klinge, es hat hier unten einen Wellenschliff und hier oben dann eine Tanto-Klinge. Es wird aus zwei Schrauben zusammengehalten und eine Achsenschraube, also aus zwei kleinen und einer großen Achsenschraube hier für die Klinge zusammengehalten. Es hat eine Channel Construction, wie es hier oben aussieht. Gucken wir uns erstmal die ganzen Funktionen an. Also wir haben hier eine kleine Taschenlampe, wo schon Batterien drin waren, die ziemlich stark leuchtet. Wir können ja mal kurz das Licht hier ein bisschen dämmen. Dann sieht man eigentlich. Na gut, okay, so stark leuchtet ihr dann doch nicht. Ja, so sieht das dann ungefähr bei Nacht aus. Also wirklich stark ist er dann doch nicht. Aber naja. Es hat nur 7 € gekostet, also was will man da noch erwarten? So, ich mache mal kurz wieder auf. Also wir haben eine Taschenlampe, wir haben eine Klinge mit zwei Funktionen, eine Wellenschliff, dann noch eine Tanto-Klinge, die kein Wellenschliff ist, also eine normale Klinge halt. Dann haben wir hier ein Liner-Lock-System, also klassisch nach links drücken und dann kann man die Klinge einklappen. Dann haben wir hier noch eine kleine Reibefläche, also Schleifpapier, also so Sandpapierkörnung, ich glaube 80 oder so. Dann haben wir hier noch einen Feuerstein, der eingehakt ist. Also hier ist so ein kleiner Mechanismus, der den dann drin hält. Dann kann er nicht rausfallen. Das ist wie bei der Lampe, hier ist ein Magnet drin. Dann kann die auch nicht rausfallen. Da kann man schütteln, wie man will. Die bleibt drin. Kann man dann aber ohne Mühe rausziehen. Ja. So, dann möchte ich mal gucken, ob das hier, ob die Reibefläche für den Feuerstein ist. Ja. Nee. Okay, ich bin da jetzt nicht geübt und ich habe jetzt auch irgendwie leider keinen Feuerstein zur Verfügung. Das tut mir sehr leid. Falls ich... Oh, es geht doch. Naja, okay. Manchmal geht's. Kamera, tue jetzt nichts Unüberlegtes. Ja, also das Design finde ich eigentlich auch sehr ansprechend. Wir haben hier drüben noch einen Pocket Clip dran, der hier wieder von drei kleinen Schrauben festgehalten wird, also damit er nicht abgeht oder so oder nicht verrückt. So, wir haben natürlich hier wieder Sechskantschrauben. Also wie bei fast jedem anderen Messer eigentlich, ne? Ja, dann haben wir hier also haben wir hier einen Griff, der aus Aluminium besteht. Das konnte ich wenigstens noch herausfinden. Genau. Und die Klinge soll angeblich aus dem 44er Stahl bestehen. Das werde ich, die Masse und das Ganze werde ich jetzt mal kurz vortragen. Also, wir haben ein Gewicht von 134 Gramm. Dann haben wir eine Klingenlänge von 7,8 oder 7,9 cm. Im offenen Zustand ist es ungefähr 19,1 cm lang. Und im geschlossenen Zustand haben wir 10,5 cm. Also der Griff ist 10,5 cm lang. Ja. Okay, dann wäre das auch das schon wieder. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was man noch zum Messer sagen könnte. Also ich habe damit schon gearbeitet. Ach ja, wir könnten mal noch schnell einen Schärfetest machen.
Ja, also es könnte sein, dass sie nicht mehr ganz so scharf ist. Ich habe halt schon ein bisschen damit rumgearbeitet, habe so geschnitzt und so. Vielleicht sieht man das ja auch schon, da sind ein paar kleine Kratzspuren dran. Ja, man sieht es, hier sind ein paar kleine Kratzspuren dran. Und mal gucken, ob sie trotzdem noch scharf ist. Nee, sie reißt das Blatt weg. Ich probiere es mal so. Ja, die Klinge ist jetzt leider nicht so lang. Also wenn jetzt hier eine durchgängige Klinge wäre, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Ich finde es trotzdem sehr schön. Ich werde es dann trotzdem noch für Gartenarbeiten und so weiterhin verwenden. Also es wird auf jeden Fall sehr gebraucht werden bei mir. Ja, das wäre dann eigentlich auch schon alles, was man zu diesem Messer hätte sagen können. Und ja, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video, wenn ich dann das nächste Messer vorstellen werde. Bis dann. Tschüss.